Jui, das ging aber schnell, diese Anmeldung. Weitere Episode Schnellsuche, Türme des Unheils. Ja, das ist natürlich meine absolute Lieblingskarte momentan. Das kann sich natürlich jederzeit wieder ändern, aber momentan ist das einer meiner Lieblingskarten. Ich spiele die Karte wirklich sehr, sehr gern. Blöd nur, dass ich in der Schnellsuche hier sehr oft verliere. Wir jetzt gegen ein komplettes Fünfer-Team antreten mit Morales und Tassadar, die zusammen so ziemlich das böseste Support-Team darstellen, was ich mir vorstellen kann. Mit Sonja und Reyna und Jaina. Und wir haben auf unserer Seite noch einen Seratul, eine Sylvanas, einen Muradin und auch eine Morales. Ich glaube, das wird schwer für uns werden. Aber ich möchte mich da auch nicht zu sehr einschüchtern lassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das schwer wird gegen ein komplettes Fünfer-Team mit Randoms. Und dann haben wir noch einen Seratul, der gegen Doppelsupport es schwer haben wird, einen rauszuholen. Ich mache immer eine auf Mal des Jägers diesmal. Ohne zu zögern. Ah, es wird eine schwierige Runde. Das war schlecht. Ich muss auf den warten. Ach, unser Wukesh ist raus. Keiner von uns ist Mitte. We lost too much experience. We lost too much experience. Ohne zu zögern. Okay, das wird richtig hart. Das wird richtig hart. So sei es.
Yuasiki hier! Tyrande! Wie immer. Ist klar. Seratul ist eher der Key hier. Komm! Das war aber auch, also eine noch krassere Steilvorlage kann ich dem nicht bieten. Wir sind trotzdem mit XP hinten. Oh, nicht mehr lange. Dann werden die Altäre erscheinen. Bereitet euch vor. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. Ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. So sei es. Wir haben noch 7 Sekunden. Unser Seratul ist noch top. Ja, No Heal von Morales, die übrigens volle Mana hat. Und ich stand nicht mittendrin. Wäre schon healbar gewesen. Auch, ja. Gegen Premade ist es verdammt schwer. Mit Randoms, wie man sieht. Wichtig ist, dass wir hier schnell wieder die Lane XP holen. Alter, wieso pusht der Muradin so crazy, Alter? Und dann kann ich den noch wegschießen hier. Wir brauchen unbedingt Level 10, ne? Sonst haben wir hier echt ein Problem. Ah, Gott! Also. Unser Seratul tappt links, das ist doch schon mal ganz okay. Aber wir kriegen hier nichts gerissen, ne? Ohne zu zögern. Ne. Wir sollten vor allem mal XP saugen, Alter. Ja, natürlich. Ich danke euch. Ausgezeichneter
viel zu krass overreacted. Viel zu krass. Stim raus, alles raus für... Weiß ich nicht, gar nichts. Der Kill war schon gemacht und too late. Ne? Was machen die da? Ich weiß es nicht. Ohne zu zögern. Ja, Sylvanas hat keine Mana, kurz vorm Objective, ist schon mal sehr geil. Die Moral ist so schlecht. Sorry, seid mir nicht böse. Aber wir haben auch keinen Damage. Wir halten uns, wie gesagt, erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass das pre-made ist und wir einen Seratul haben, der gegen so ein Setup wenig ausrichten kann. Eine großzügige Gabe. Schon wieder Stim wasted, ne? Ja, unsere Moral ist es echt nicht gut. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Ich danke euch. Wir sollten dieses Zeltlager einnehmen. Ich meine, ich bin auch nicht gut. Davon ab. Mit Tyrande. Oh, 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 oh. Wie die Göttin wünscht. Ja, engage oder nicht? Okay. Das war einfach ein Spaß, leeren Gefängnis, ohne Sinn. Okay. Sofort. Cooldown. Ich hatte Cooldown am Heal. Moral ist portet weg. Im Fight. Ich meine, gut, Mana Low und so habe ich auch gesehen, aber so. Ah! Alles Cooldown. Was soll ich machen? Wir
euch noch brauche. Das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Auf den Rainer, der eh Auto-Attacks macht. Nein, nein. Ich danke euch. Wir müssen nach unten, Alter. Was macht ihr denn da? Hier wird's ungemütlich. Ich zieh mich erstmal durch. Der Kampf war echt auch wieder ein bisschen sinnlos, ne? Schaffe ich noch zu rupten? Ne. Da stellt sich auch wieder vor. Was macht die Sylvanas jetzt top, wenn die sieht, dass wir hier Probleme haben, das Ding zurückzuholen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlag diesen Helden den Schädel ein! Und den Rest schafft ihr schon. Oh Mann, ey, muss ich hier alles alleine machen, ne? Ich schaff das hier nicht. Naja, GG. Okay. Aber es war klar. LOL! LOL! Yay, Supporter-Quest fertig. Immerhin kann ich mich theoretisch jetzt um die Krieger-Quest kümmern. Aber ich mache jetzt sowieso erstmal ein Päuschen. Ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Tschüss.